Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Arena Battle 2. Und wir sind wieder dran, wir sind wieder unterwegs mit unserem kleinen Zäpfchen-Team. Und das ist heute der dritte Anlauf. Wir haben einmal gewonnen, einmal verloren, wenn ich mich nicht ganz irre. Es ist liegt ein paar Tage zurück tatsächlich. Deswegen hoffe ich, dass ich mit dem Team immer noch warm gespielt bin. Denn es geht gegen niemand anderen als Lukas, aka Unfähiges. Und der kleine Ganove, der hat schon so ein bisschen was auf dem Kasten. Deswegen habe ich auch ein bisschen Angst vor diesem Kampf. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was für ein Team er hier mitbringen wird. Wenn er denn ein Team mitbringen wird. Ja, puh, jetzt wäre mir fast der Gesprächsstoff ausgegangen. Aber es hat glücklicherweise noch alles geklappt. Und wir schauen jetzt mal rein in sein Team. Und er bringt ein cooles Pokémon mit Yugong, aber auch sehr, sehr gefährliche Pokémon. Mit Yanmega zum einen, was gegen unser Team, ne, mit Flug sehr, 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 sehr gefährlich werden kann. Ein Skorgler, was unser Watzapf ziemlich ekelhaft aufhalten wird, leider Gottes. Ein Stalobor, was unglaublich strong ist und wo es sehr schwierig wird, dagegen anzukommen. Gerade wenn es einen Walschall hat, ey, dann haben wir da so unsere Probleme. Tornupto, auch sehr gefährlich. Aber Tornupto spielt man meistens mit dem Walschall. Kikli mit Entlastung natürlich auch ultra gefährlich. Also das Ding hier zu gewinnen, wird auf jeden Fall eine Leistung werden. So, keine Ahnung, was er von uns predicten wird. Was könnte er machen wollen? Ich glaube, er könnte die Tarnsteine legen wollen. Und deswegen wäre Skorgla vielleicht für ihn ein solider Lead. Ich denke, in jedem Fall ist Missgestalt nicht allzu verkehrt, es sei denn, er leadet mit Kikli, was ich nicht glaube, oder mit Tornupto, was sein könnte. Deswegen könnten wir auch mit Bubbles leaden, weil Bubbles sollte eigentlich solide sein gegen alles. Deswegen werde ich, glaube ich, Bubbles erstmal als Lead wählen und ja, dann gucken wir einfach mal, was da geht. Yugong ist sehr cool, der Rest ist sehr, sehr hart, gerade für unser Team. Aber wir werden schauen, ob wir das hinbekommen werden. Vielleicht kriegen wir ja einen Unentschieden raus. Davon hat Unfähiges ja das ein oder andere bisher schon rausgeholt. So, Yugong, Tornupto, Skorgla. Das wird eklig. Da müssen wir aufpassen, dass wir unser, entweder unser Aranestro oder eben unser Chabelle nicht down gehen lassen. Chabelle übrigens jetzt ein neues mit dabei und zwar mit Plus Init-Wesen. Das heißt, unsere Initiative ist jetzt nochmal höher als zuletzt. Okay, Yanmega ist an sich nicht verkehrt. Denn ich glaube, wir werden es mit einem Aqua-Durchstoß eventuell töten können. Allerdings, ein Luftschnitt kann wehtun. Allerdings haben wir die Offensivweste. Allerdings wird Raid wahrscheinlich den Lebenorb tragen. Zumindest ist das ja standardmäßig erstmal so. Und er könnte halt Yugong dagegen hier reinschicken. Das ist so sein einziger Switch-In. Ich werde mal noch ganz kurz die anderen aufschreiben. Nämlich Stalobor, Kikli und Yanmega. Das sind die, die mir noch fehlen auf meiner Liste. Und dann bin ich ready to rumble. Ja, Leute, seid auf jeden Fall schon mal gehypt aufs nächste Team, was kommen wird, weil das wird die absolute Katastrophe werden, aber okay. So, ja, was machen wir? Machen wir einen Aqua-Durchstoß, dann kommt halt Yugong und was Yugong machen will, weiß ich beim besten Willen ehrlich gesagt nicht. Haben wir einen guten Switch in Yugong? Wir könnten eigentlich drin bleiben, ne? Weil so krass viel kann es uns nicht machen. Wir könnten dann auf Gift-Tip gehen, auf Blutsauger. Das wäre eine Option. Also wahrscheinlich geht Yanmega jetzt ohnehin erst einmal auf den, aufs Schutzschild. Und das finde ich nicht so geil. Wir könnten daher auch wechseln, aber ich finde eigentlich, dass Aranestro eine solide Möglichkeit ist. Und ich drücke jetzt einfach auf den Aqua-Durchstoß und es kommt direkt der Luftschnitt. Bitte nicht flinchen, dann ist alles okay. Wow, das zieht über die Hälfte. Wenn das jetzt ein Flinch war, dann RIP. Es war kein Flinch. Okay, der Aqua-Durchstoß kommt und es wird sich auf Dauer durch Lebenorb selbst vernichten. Ja, der reicht leider hier nicht aus. Okay. Okay, okay, okay. Bubbles hat ordentlich Damage gefressen. Bubbles ist aber noch super wichtig halt für Tornupto eigentlich. Da haben wir keinen wirklichen Switch-In. Deswegen könnte ich jetzt auf Abasichlor gehen. Das ist ja auch speziell defensiv bei uns. Hat eine 155er spezielle Defensive. Aranestro ist so bei 240. Da ist es aber auch sehr effektiv. Das heißt, Chirox sollte das eigentlich sogar besser packen. Und in der Megaform dann noch besser. Und dann würde sich Dings eigentlich selbst töten. Ha. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Let's go. Wir könnten damit Patronieb töten, weswegen er rauswechseln kann. In der Zeit gehen wir aber auf den Ruheort. So, das ist ungefähr der Plan. Es kommt abermals ein Luftschnitt. Wie gut tanken wir das? So ungefähr die Hälfte müsste es eigentlich machen. Wow, Crit. Ja.
Aber okay, Rate ist down. Crit ist natürlich trotzdem sehr, sehr ungeil, weil jetzt kann er Tornukto reinschicken beispielsweise. Und da haben wir keine guten Möglichkeiten. Fields Batman kommt rein. Warum denn Fields Batman? Wahrscheinlich, weil es physisch-defensiv relativ gut was wegsteckt. Das mag sein. Aber HP Feuer wird es nicht können, denke ich. Abschlag bringt nichts. Ich glaube, wir können die Zeit erstmal nutzen, um uns hochzuheilen. Ich bin gespannt, was das machen soll. Wahrscheinlich Tarnsteine rausholen, aber da haben wir Auflockern gegen. Also im Prinzip sind wir das perfekte Pokémon gegen Skorgro. Skorgla. Ne, weil Abschlag bringt gegen uns gar nichts. Und Auflockern können wir die Tarnsteine wegmachen. Also ist im Prinzip perfekt. So, es kommen die Tarnsteine. Das habe ich mir fast gedacht. Ich rück mal ein bisschen hier rüber, sonst baller ich mit meinem Knie immer gegen meine Tischkantenseite. Und das wollen wir ja nicht, ne? Sonst tue ich mir noch ein bisschen Aua machen. Und das wollen wir alle nicht. Denn dann weine ich und dann werde ich wieder salty. Und das wollen wir alle nicht. So, okay. Wir sind wieder einigermaßen fit. Ich würde sagen, wir drücken aufs Auflockern, ganz klar. Ganz, ganz klare, easy Sache. Denn die Tarnsteine will ich nicht haben. Er könnte jetzt natürlich dauerhaft auf die Tarnsteine drücken und drücken und drücken und drücken, weil wir können ihm nichts anhaben. Und er könnte darauf bestehen, die Tarnsteine draußen zu haben. Aber ich glaube, ja, Tarnsteine sind eher, nicht eher leer als Auflockern. Von daher wäre auch jetzt nicht das spannendste Battle aller Zeiten, aber ja. Ich hoffe persönlich, dass er rausgeht. Die Frage ist halt, auf wen. Oh, er bleibt einfach drin und geht aufs Erdbeben. Okay. Ja, ein bisschen Damage macht es. Wollen wir uns hochheilen nochmal, ist die Frage. Müssen wir uns für irgendwas hochheilen? Ja, für Tornukto auf jeden Fall nicht. Ich würde fast sagen, ich gehe jetzt mit einer Kehrtwende raus. War das Ding schneller? Ja, ne? Das heißt, ich gehe vielleicht nicht mit einer Kehrtwende raus, weil dann liegen die Steine schon wieder. Ich könnte halt Hardcore in Chabelle reinwechseln. Allerdings, schwierig. Weil erstens könnte er angreifen, das wäre nicht ganz so cool. Zweitens, schwierig, Mann. Ein Schwertanz wäre jetzt unglaublich geil, mit dem wir uns aufsetzen könnten. Ja, wenn wir in Chabelle gehen halt, dann wird er halt rausgehen. Easy peasy. Beispielsweise in Yugong, was Eis halt sechsfach resistet durch Speckschicht, wenn es Speckschicht hat. Aber eine Kampfattacke will es dann eigentlich nicht fressen. Also, wir würden mit Chabelle schon gut Druck machen. Und ich glaube nicht, trotz unserer hauchdünnen Verteidigung, dass er uns mit einem Erdbeben oder so rausnehmen könnte. Das wage ich zu bezweifeln. Wir gehen mal rein in Chabelle. Wir hätten auch in Libeldra reingehen können und einen Draco droppen können. Wäre vielleicht sogar insgesamt die bessere Wahl gewesen. Aber ist okay. Ist okay. So, die Tarnsteine liegen wieder. Das ist in Ordnung. Nicht optimal, aber in Ordnung. Ja, und jetzt ist die Frage, predikten wir und gehen auf einen Eisstrahl? Oder gehen wir auf den Turmkick? Oder auf die Kehrtwende? Würde natürlich auch gehen, aber dann würden wir irgendwas Tarnsteinschaden fressen lassen. Das ist dann vielleicht nicht ganz optimal. Ja, das ist jetzt die goldene Frage. Wird er drin bleiben? Weil er wird den Evolit haben. Und damit wird er, glaube ich, sogar einen Eisstrahl von Chabelle überleben. Heißt, er könnte drin bleiben. Was ist das Beste, was er machen kann? Wahrscheinlich Tornupto mit Walschall, ne? Wie viel Init haben wir denn jetzt mit Missgestalt? That's the question. 223. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie viel Init Tornupto hat, ne? Das wäre super gut. Das nachzugucken wäre super, super nützlich. Aber das werden wir nicht machen. Ich glaube, es kann auf über 150 kommen. Die Frage ist, hat er das? Ich glaube schon. Tornupto wäre halt ein guter Switching für ihn. Ich glaube, deswegen gehe ich erstmal auf den Turmkick. Ich glaube nicht, dass das Ding Aeroas kann. Wenn es Aerogas kann, dann scheiße. Okay, er wechselt raus. Mit Turmkick sollten wir irgendwas hart treffen. Es kommt Yugong rein. Das würde doppelt, würde sehr effektiv getroffen werden. Und ist auf jeden Fall down. Come on. Turmkick kommt. Turmkick trifft. Und damit ist sein Ice-Switch-In, sein bester Ice-Switch-In, schon mal weg. Schade, dass wir von Yugong nicht so viel gesehen haben. Aber die Prediction zumindest, die saß. Und jetzt outspeeden wir auch Tornupto.
Jetzt outspeeden wir alles in seinem Team. Kicklimit Entlastung könnte kritisch werden. Und Sackgesicht kommt, ja, das kenne ich doch. Zumindest den Spitznamen kenne ich. Würde er mich auf plus 2 outspeeden? Wir sind jetzt, wir haben jetzt 50% obendrauf bekommen. Das heißt, wir sind jetzt auf 330. Wir sind auf 330. Das heißt, er muss locker auf 160 oder so sein, ne? Warte mal, ich muss nochmal ganz kurz, aber ich glaube, wir sollten trotz allem outspeeden. Wir sind auf 223, plus 1 haben wir in der Init bekommen, das heißt, wir sind auf 335 oder so. Und seine Init wird verdoppelt, das heißt, er ist bei 335 durch 2, müsste er halt irgendwie so bei 160, 165 noch drüber sein und das ist Kekli nicht. Das heißt, wir outspeeden. Wir müssen also nur einen Mogelhieb überleben. Das ist Ding Nummer 1. Klar, das hat ein Normaljuwel und so und Chabelle ist hauchdünn. Überlebt Chabelle das? 57er Verteidigung. Aber es ist nur ein Mogelhieb mit Normaljuwel. Oh, ich weiß es nicht. Also outspeeden würden wir. Haben wir eine Option? Shirox so semi, ne? Shirox so semi. Wir brauchen Chabelle noch, wir brauchen Chabelle noch. Ich muss auf Shirox gehen. Keine Ahnung, Alter. Weil ich glaube, der Mogelhieb hätte sogar gereicht von Kikli. Kikli hat einen ultra krassen Angriff. Und ich glaube, dass der gereicht hätte. So bleiben jetzt wahrscheinlich die Tarnsteine draußen, ne? Vermute ich mal. Wenn er drin bleibt und jetzt einfach auf den Turmkick oder so geht. Es sei denn, ich predikte irgendwas. Schade eigentlich. Also, Chabelle hätte jetzt alles totgesweept, glaube ich. Weil Skorgler wäre eventuell One-Hit geworden. Stalobor wäre One-Hit geworden. Kikli wäre One-Hit geworden. Tornupto wäre One-Hit geworden. Gerade so bei Kikli, Tornupto, wo man sich vielleicht nicht ganz so sicher ist, hätten wir den Z-Move rausballern können. Ja. Überleben wir einen Angriff von Kikli? Schwierig. Sehr schwierig. Will ich auf den Patronhieb drücken, um ein bisschen Schaden zu machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich versuche lieber, mich gegen zu heilen. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht, aber ich glaube, der Patronhieb ist nicht so wichtig für uns. Oh, es kann Feuerfeger. Okay, dann stimmt. Feuerfeger habe ich komplett ausgeblendet, mein Fehler. Dann wäre natürlich ein Patronhieb besser gewesen, ganz, ganz klar. Ja, Feuer, ja, Feuerfeger, wow. Plus Steinkante, ne? Dann wird es das sehr wahrscheinlich gewesen sein. Weil Bubbles ist tot, Skaraborn hätte Ausdauer und wir wären dann auf plus 1, womit wir Kikli nicht outspeeden können. Zäpfchen hat den Wahlschall, kann ich outspeeden. Missgestalt kann auf, plus 0 nichts outspeeden. Bubbles stirbt, Libeldra muss den Turmkick überleben, das ist die einzige Chance. Und das Ding ist, dass Libeldra ja, fuck it, ey. Speziell defensiv werden wir mit einem Draco-Meteoron nicht töten können. Falls wir den Turmkick überleben. Und dann fehlt uns die Prio von Shirox. Ich glaube, das war ein harter Missplay von mir. Ein sehr, sehr harter Merdanda. Ja, aber ich drücke auf den Draco-Meteor. Let's go. Er geht auf den Nahkampf. Oh, er kriegt den Drop, wenn wir es überleben. Mit 2 fucking KP. Wow. Jetzt trifft bitte, jetzt trifft bitte. Trifft bitte, trifft bitte, trifft bitte, trifft bitte. Dankeschön. Holy shit, ja, Libeldra war das einzige, was von uns noch irgendwas hätte tanken können. Und durch den Drop reicht der Draco halt auch aus. Heilige Scheiße. Heilige fucking Scheiße. Ja. Leben Orb tötet uns. Das ist aber vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Weil wir jetzt ein Pokémon reinschicken können. Was vielleicht ganz gut ist. Die Frage ist natürlich, was ist das?
dieses besagte Pokémon. Tarnsteine liegen jetzt leider dauerhaft. Und er könnte mit Tornupto auf Eruption drücken. Kann irgendwas Tornupto outspeeden? Wenn, dann Missgestalt, ne? Wenn, dann Missgestalt. Scaraborn hat eine Init von 149. Also kommt auf etwa 224. Wäre also sogar noch ein Punkt schneller. Ja, wow. Ich denke, es hängt sehr stark davon ab. Wie schnell Tornupto halt ist, ne? Wie viel. Ob er mäßiges Tornupto spielt, also Spezialangriff erhöht oder Init erhöht. Wenn er Init erhöht spielt, könnte er alles outspeeden. Das ist jetzt die große Frage. Wenn er uns outspeedet, dann wird es sehr wahrscheinlich gewesen sein. Mal wieder. Ja, da müssen wir nichts mehr nachgucken. Let's go. Fulminante Faustschläge. Let's go. Let's do it. Er ruft zurück. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Ich habe es zwar irgendwie so geahnt. Ha, wenn er es genau richtig spielt, dann ist es vielleicht kein Fehler. Er hat den Z-Move, glaube ich, predicted und hat ein bisschen Angst davor, dass wir outspeeden. Aber wenn wir jetzt ein Pokémon rausnehmen können, dann outspeeden wir safe. Dann kann er nichts mehr machen. Das wird jetzt natürlich von Skorgler überlebt. Und dann geht er natürlich davon aus, dass wir jetzt auf den Eisstrahl drücken würden. Und den könnte er mit Tornupto überleben. Und dann hätte er bessere Chancen, den einfachen Turmkick zu überleben. Denke ich mal. Aber keine Ahnung. Vielleicht glaubt er wirklich, dass ich keinen Eisstrahl drauf habe oder so. Ich glaube, es ist schon das Beste, einfach auf den Eisstrahl zu drücken. Weil ansonsten könnte uns Fields Batman rausnehmen. Weil es bringt ihm eigentlich nicht viel, den Eisstrahl zu tanken, um dann danach einen Turmkick zu tanken wieder. Ich glaube, das macht nicht viel Sinn. Deswegen glaube ich, dass er nicht mit dem Eisstrahl rechnet und wir drücken rauf. Er switcht tatsächlich raus. Okay, was ist sein genauer Plan? Ist sein Plan wirklich, dass er jetzt den Turmkick eher überlebt als den Dings? Als den Z-Turmkick? Weil der Turmkick wird auch töten. Definitiv. Aber er kann natürlich daneben gehen. Vielleicht ist das so seine kleine Hoffnung gerade. Zeugt für mich aber davon, dass er Tornupto sehr wahrscheinlich mäßig spielen wird. Und das bedeutet, dass wir sehr wahrscheinlich outspeeden werden. Wir outspeeden und wir treffen. Das sollte es mit Tornupto gewesen sein. Ja. War ein Crit. Ich glaube nicht, dass er gemerdert hat. Ich glaube nicht, aber ich weiß es auch nicht so genau. Okay. Und dann bleiben Skorgler und Staloborn. Und Skorgler geht mit dem Eisstrahl down. Staloborn mit dem Turmkick. Wir outspeeden alles. Es kann sein, dass er noch auf Staloborn einen Fokuscode hat. Den spielt man da gerne mal. Es kann sein, dass der Turmkick daneben geht. Aber insgesamt sieht es erstmal sehr, sehr gut aus. Wahrscheinlich, ich vermute sogar. Warte mal. Ich vermute sogar sehr stark, dass er jetzt auf Skorgler wechseln wird, um meinen Turmkick möglichst oft rausholen zu können, damit er irgendwann daneben geht. Aber das würde ihm ja auch nichts bringen, dann könnte er ja trotzdem nicht angreifen. Dann würde ich ja bloß die Hälfte verlieren. Außer er hofft darauf, dass er zweimal daneben geht. Das ist vielleicht seine einzige Chance gerade. Und Chabelle sollte schon nicht down gehen. Nicht unbedingt, nein. Also ich bleibe safe, gehe auf den Turmkick. Auch wenn ich glaube, dass er jetzt auf Skorgler rausgeht. Er bleibt drin. Und wir missen. Wow. Okay. Wir missen den Turmkick tatsächlich. Holy shit. Und er geht auf den Z-Move, um uns rauszunehmen. Hätte er nicht machen müssen, wäre vielleicht noch wichtiger gewesen für die nächste Runde. Aber er will Chabelle natürlich 100.000%ig raus haben. Okay. Alter, dieses Game hat so viele Plot-Twists, ne? Erst dachte ich, dass ich down wäre. Dann kriegen wir das hin, weil die Beldra mit 2 Fangen KP überlebt. Jetzt misst der Turmkick, wo er schon fast down war. Und jetzt ist er wieder im Game. Wir haben zwar ein Pokémon mehr, aber ja. So, Staloborn, ja. Staloborn. Da ist das große Problem, dass dagegen eigentlich nur Scaraborn was machen kann.
er davor Angst haben wird, von einem Wahlschaltsgaraborn zum Beispiel. Und rauswechseln wird auf Skorgla. Ich glaube ja. Ich glaube schon, dass er das tun wird. Von daher schicke ich Skaraborn rein, um ihn zu pranken. Dass er Angst hat, okay, könnte Wahlschall haben. Ich gehe lieber raus, weil wir haben gesehen, er hat einen Z-Move. Bedeutet für uns also, er kann nicht outspeeden. Ne? Also, wenn wir einen Wahlschall hätten. Und deswegen wird er Angst davor bekommen und auf Skorgro gehen, weil Skorgro ein sehr, sehr guter Skaraborn-Counter ist. Und ich gehe auf Bubbles. Die Frage ist natürlich, was machen wir, wenn, wenn er nicht rausgeht? Dann, wird es schwierig werden, gegen zwei Boden-Pokémon was mit Wutzapf zu machen. Oder mit Skaraborn was gegen Skorgla. Aber ich glaube, ich gehe das Risiko ein. Ich glaube, das ist besser. Oder ich gehe auf einen Abschlag. Oder ich gehe auf einen Abschlag. Nur könnte er mir dann Hard Damage drücken. Aber das wäre okay eigentlich, weil meine Salkabeere dann auslösen würde. Will ich das Item von Skorgla weghauen? Und dann könnte ich auf Wutzapf gehen. Und das opfern. Ja, schade, dass Wutzapf hier in dem Battle halt gar nichts bringt. Bleibe ich drin? Ich glaube nicht, dass mich Ex-Kakill rausnehmen wird. Ich glaube nicht. Ich predikte Skorgla und gehe auf den Abschlag. Er ruft raus, ja. Wir hätten auch auf Aranestro gehen können. Aber ich weiß halt nicht, wer outspeedet. Und Aranestro würde halt immer noch Tarnstein-Damage bekommen. Deswegen lieber hier erstmal den Evoliten weghauen. Jetzt wird sich halt sehr wahrscheinlich hochheilen. Mit Zäpfchen könnten wir nur auf die Wahlschallangeberei drücken. Ich nicht glaube, dass er uns rausnehmen wird direkt. Er wird jetzt auf Ruheort gehen, sehr wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Wollen wir auf Aranestro switchen? Weil, Aranestro outspeedet aber kein Skorgla, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, ich gehe auf Wutzapf, aber wenn ich den Angriff erhöhe... Dann kann es halt Aranestro auf jeden Fall rausnehmen. Okay. Ich glaube, ich greife mit Käfergebrumm an. Weil Angeberei ist zu riskant auf zwei physischen Pokémon. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Das wird ein spannendes Battle. Nach wie vor. Ich hätte gedacht, es wird ein einseitiges, schon zweimal. Aber es geht. So, Zäpfchen kommt rein und er wechselt raus. Okay. Damit kann ich leben, denn jetzt kann ich auf Angeberei drücken, weil Excakill ist nicht so gefährlich. Excakill ist nicht so gefährlich, denn wenn es seinen Angriff pusht, ist okay, dann gehen wir halt wieder auf Skaraborn raus. Die Frage ist, bleibt er dann drin? Nicht unbedingt. Aber vielleicht kann Zäpfchen hier ein Pokémon rausnehmen, wir schauen mal. Wir gehen auf Angeberei. Und outspeeden. Das heißt, wir pushen seinen Angriff um zwei Stufen. Ob das so klug ist, weiß ich nicht. Aber wenn es sich selbst angreift, dann macht es sich ordentlich Schaden. Dazu muss es sich natürlich erstmal selbst angreifen. Und, come on, Zäpfchen, mach ein bisschen Damage. Ja, sehr schön. Nicht schlecht. Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Zäpfchen, ein kleines Wutzapf, so viel Damage gegen ein Staloborn macht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Jetzt ist das nächste Ding. Wird er nochmal riskieren anzugreifen? Weil wir gehen nochmal auf Angeberei. Er weiß jetzt, dass wir Wahlschall-Angeberei haben. Und wenn er sich dann selbst angreift, dann ist er down. Das heißt, er muss jetzt eigentlich auf Skorgla wechseln. Nochmal angreifen wäre zu risky. Jetzt switche ich raus auf Bubbles. Let's go. Wir switchen natürlich zuerst raus.
Und jetzt, come on, lass die Prediction aufgehen. Ja. Er geht auf Skorgla. Jetzt ist nur die Frage, was kann Skorgla für Moves? Wenn es eine Steinkante kann, dann wird das wahrscheinlich reichen. Wenn es nur Erdbeben kann, wird das nicht reichen. Von daher können wir jetzt auf den Aqua-Durchstoß gehen. Let's go. Aber immerhin hat die Angeberei mal geklappt. Zäpfchen hat noch mehr gerissen als erwartet. So, und er muss jetzt entweder mit Fields Batman angreifen und ihn rausnehmen oder eines von beiden Pokémon opfern. Weil ein Aqua-Durchstoß tötet safe. Er muss drin bleiben und er hat nur Erdbeben und das sollten wir überleben. Das überleben wir sehr gut. Wunderbar. Das heißt, Skorgla ist raus und das war die größte Gefahr in seinem Team, nachdem Chabelle down war, weil das hätten wir nicht mehr down bekommen. So ist Skorgla down. Jetzt ist nur noch Stalobor da, was natürlich trotz allem eine Gefahr ist. Weil es wird, ja, Zäpfchen kann nur Angeberei dagegen einsetzen und ich werde auch versuchen, mit Zäpfchen den Kill zu holen, natürlich. Wird aber wahrscheinlich nicht klappen. Ja, er wird jetzt Bubbles einfach rausnehmen, das ist ganz klar. Müssen wir aber auch nicht mehr aufbewahren oder so, weil Bubbles hat seinen Job erledigt, hat's gut gemacht. Da kommt der Steinhagel und der reicht natürlich aus. So. Okay, okay, okay. Dann gehen wir jetzt auf Zäpfchen und boosten den Angriff, was wichtig ist. Was relativ wichtig ist. Ich könnte es jetzt auch noch verkacken, aber ich will diesen Zäpfchen-Kill. Come on. So, wir gehen wieder auf Angeberei, ganz klar. Müssen wir nicht nachdenken. Ich hoffe tatsächlich, dass er sich selbst angreift, weil das ist dann haben wir gewonnen, wenn er sich selbst angreift. Dann sollte es gewonnen sein. Auch wenn er sich danach nicht selbst angreift oder so. Come on, please, 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 please. Nein, er kommt durch. Okay, jetzt wird's nochmal kritisch. Jetzt wird's nochmal super kritisch. Deswegen war es eigentlich dumm, was ich gemacht habe. Schade, Zäpfchen. Aber wir können jetzt auf Scaraborn gehen. Und jetzt kommt das, was das Problem ist. Vorher, bevor er verwirrt war, wäre es so gewesen, dass er Steinhagel eingesetzt hätte wahrscheinlich. Und wir vielleicht gar nicht in den Bereich der Salkabeere gekommen wären und die Ausdauer umsonst wäre. Das war Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 ist, jetzt wo er verwirrt ist, könnte er sich selbst angreifen und unsere Ausdauer geht ins Leere. Wir können es nicht im zweiten Zug einsetzen. Das heißt, wenn er sich selbst angreift, ist es sogar gut für ihn. Version Nummer 3 ist, er kommt durch die Verwirrung durch. Bisher war es 50-50. Und würde uns so viel Schaden drücken, dass die Salkabeere definitiv ausreichen würde. Version Nummer 4 ist, er kommt durch und misst. Also, 3 von 4 Versionen gehen schief. Let's go. Ausdauer. Greif an, komm durch. Wenn du dich selbst angreifst, dann musst du dich zweimal selbst angreifen, sonst war es das wahrscheinlich. Er kommt durch und der Steinhagel trifft. Perfekt. Okay, sehr gut. Bringt uns runter auf 1 KP. Wenn er jetzt nicht noch eine Prio hat, aber ich glaube, Stalobor hat keine Prio. Dann bekommen wir jetzt die Bonus-Init, die wir zwar nicht unbedingt brauchen, aber vor allem können wir jetzt mit Gegenschlag eben Exekill rausnehmen. Selbst Trash-Flegel würde wahrscheinlich reichen, aber das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Ich drücke auf den Gegenschlag. Und wir treffen. Keine Prio auf seiner Seite. Und das sollte es gewesen sein mit Exekill. Wow, was für ein spannendes Kämpfchen, Mann. Was für ein fucking spannendes Kämpfchen. Mit so vielen Plot-Twists. Not fucking bad. GG, Lukas. GG. Fast ein Unentschieden. 1 KP hat nur gefehlt, ne? Ja, und wow. Muss man sagen, dass dieses Team tatsächlich 2 von 3 Kämpfen gewonnen hat. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Aber es war ein super solides Team. Also klar, WhatsApp, ne, hat nicht so viel reißen können. Aber wenn man WhatsApp zum Beispiel noch austauschen würde gegen die stärkere Variante Voltula oder so, dann könnte man dieses Team echt noch krass upgraden. Und extrem krass auch, wie wichtig die Init von Chabelle dieses Mal war. Weil, war heftig. Keine Ahnung, ob wir den Mogelhieb von Kickli überlebt hätten. Aber wenn wir ihn überlebt hätten, hätte es danach alles outspeeded und alles auseinandergenommen. Und er hätte keine Chance mehr gehabt. Und auch danach haben wir immer noch wahrscheinlich einen Gewaltschaltes Tornupto outspeeded. Wow. Ich glaube, in diesem Spiel waren echt viele krasse Predictions dabei. Und ich glaube, das war echt ein sehr, sehr geiles Spiel. Und es ist ein sehr, sehr geiles Abschiedsmatch für dieses Team. Und ich glaube, dieses Team, wenn wir noch die Möglichkeit haben, ein paar Kämpfe damit zu machen, weil
es werden natürlich auch in meiner Arena immer weniger Herausforderer und die Deadlines kommen immer näher. Dann würde ich, glaube ich, sehr gerne mit diesem Team nochmal kämpfen wollen. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen. War auf jeden Fall ein ultra krass spannendes Kämpfchen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich wie immer gerne eine positive Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Und ja, wir werden wahrscheinlich noch einmal gegen Unfähiges kämpfen. Und das freut mich, denn das Duell war echt super, super nice. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.